schaffen das nun wieder. Tut mir leid, Senor. Wie gestern. Kein Wasser. Ja, jeden Morgen dasselbe. Mhm. Danke. Ist zum Verrücktwerden. Keiner weiß, was los ist. Offensichtlich sind wir die Einzigen, die kein Wasser haben. Danke. Den Urlaub vielleicht nötig. Na, wie ich dich kenne, wirst du dich wahrscheinlich gleich nach Tennisplätzen erkundigen. Du vergisst meinen Arm. Immer noch nicht besser? Wenn ich ihn nicht heftig bewege, geht es. Aber spiel mal Tennis, ohne den Arm heftig zu bewegen. Sag mal, kennst du die? Ich weiß nicht genau. Vielleicht ist es auch nur eine Ähnlichkeit. Wer ist das denn? Wer? Der Herr, der dich eben so erstaunt angesehen hat. Ach so. Ich weiß nicht. Nein? Warum hast du denn dann so verblüfft zurückgeguckt? Er erinnert mich an jemanden. An wen denn? Sei nicht so neugierig. Komm, wir trinken was hier. Zwei Limonaden. Kaffee solo, por favor. Sag mal, in deinem Hotel verkehren international gesuchte Trickdiebe? Ist doch ganz klar. Die suchen sich immer nur Häuser aus, in denen anspruchsvolle Gäste verkehren. Perfekt. Mir auch ein. Die aber dann und wann ein blaues Wunder erleben. Ich höre, mit deiner Wasserversorgung soll es nicht zum Besten stehen. Passen deine Angestellten nicht auf? Mein Personal ist Spitzenklasse. Sonst würdest du ja nicht versuchen, es mir abzuwerben. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Doch, doch, das weißt du ganz genau. Übrigens, es tut mir schrecklich leid, dass du dich bei der Bank nicht durchsetzen konntest. Die Sperrung meines Kredits hat nicht geklappt. Du scheinst an Einfluss zu verlieren. Ach, Max, du bist ein Spaßvogel. Warum sollte ich dir ankragen wollen? Es muss doch auch kleine Häuser geben, zu denen wir Gäste schicken können, die zu uns nicht passen. Und der Mittelstand ist bei dir ja wirklich in besten Händen. Das wird allgemein anerkannt. Klar. Meine Gäste müssen ja auch nicht 800 Peseten für ein Wachtelei bezahlen. Weil du an Wachteleier gar nicht rankommst. Käme ich schon, wenn ich wollte. Nur mir ist lieber, die Eier werden ausgebrütet. Sonst sterben nämlich die Wachteln aus. Ach ja, richtig. Du bist ja auch so ein Umweltschützer.
So eine Haltung macht sich natürlich negativ in der Kasse bemerkbar. Kein Wunder, dass dein alter Papa die Treppe fegen muss. Du musst natürlich am Personal sparen. Mein Vater ist eben jung und geschmeidig geblieben. Deiner dagegen soll ja aus Scham das Zeitliche gesegnet haben, als er hinter deine Geschäftspraktiken gekommen ist. Du solltest meinen verstorbenen Vater nicht beleidigen, Max. Hast du recht. Aber du meinen Lebenden auch nicht. Ich möchte das Bild haben. Das ist hoffentlich nicht Ihr Ernst. Warum sollte ich Scherze machen? Ich frage mich, was Sie damit bezwecken wollen. Was soll ich schon damit bezwecken? Was bezweckt man mit einem Gedicht, mit einer Blume? Sie haben ein bemerkenswertes Talent, jemanden in Verlegenheit zu bringen. Ich will es ja nicht geschenkt. Ich kaufe es Ihnen ab. Oh, jetzt reicht's aber. Geschenkt oder verkauft, beides ist besser, als in der Abstellkammer vergessen zu werden. Seien Sie nicht so bescheiden. Ich habe noch nie eins meiner Bilder hergegeben. Wollte Ihr Mann nie eines? Schön, nehmen Sie es. Es spart mir den Gang in die Abstellkammer. Warum malen Sie eigentlich am laufenden Band, wenn Sie so wenig Respekt vor dem Resultat haben? Hallo, Ines. Hallo. Michael ist noch in der Stadt. Ersatzteile für sein Motorrad besorgen. Wir sind auch nur lose verabredet. Ich gehe dann schon mal zum Strand. Gut. Grüß dich, Ines. Grüß dich, Frank. Michael ist noch nicht da. Ich weiß. Willst du zum Strand? Ja, schwimmen. Gut, dann komme ich mit. Okay. Gefällt es dir nicht, wenn Ines und Frank zusammen schwimmen gehen? Es gefällt mir nicht, dass du Herrn Jasny deine Bilder schenkst. Ja, das habe ich mir gedacht. Und warum tust du es dann, wenn du es dir schon gedacht hast? Weil ich deinen Protest nicht akzeptiere. Du kannst meine Bilder auch haben. Sie stehen in der Kammer, dutzendweise. Wolltest du je eins? Nein. Wenn du sie haben willst, gehe ich hin, entstaube sie und bringe sie dir. Wenn du auch noch das haben willst, was ich gerade Herrn Jasny geschenkt habe, ich zu ihm sage, Herr Jasny, geben Sie mir das Bild wieder. Mein Mann möchte es haben. Aber darauf kommt es doch gar nicht an. Worauf denn? Dass er dir imponieren will. Wenn er dir schmeichelt. Dir den Kopf verdreht. Max, gleich lache ich mich tot. Aber selbst wenn es so wäre, warum verdrehst du mir nicht den Kopf, indem du meine Bilder willst? Was? Na, ist doch wahr. Kannst du denn schwimmen? Ja, na klar. Besser als laufen. Wie ist vor? Okay. Ein Bier, bitte. Ein Bier. Eisgekühlt? Ja, bitte. Bitte schön. Seien Sie... Sie? Du bist also Annette. Ja, ich bin Annette. Setz dich doch. Ich war mir auch nicht gleich sicher, ob du Alexander Wippert bist. Ich habe offen gesagt an der Rezeption nachgefragt. Nach 30 Jahren? 30? 30 und ein halbes. Mein Gott, das ist ja alles gar nicht zu fassen.
Annette. Annette Seifert. Annette Preis. Ach so, ja. Du hast natürlich geheiratet. Ihn, der damals... Nein, Alexander. Der junge Mann, unter dessen Regenschirm ich geschlüpft bin, weil es so stark regnete, als ich auf dich wartete. Der hat doch keine Rolle in meinem Leben gespielt. Hm. Du bist aber mit deiner Familie hier. Mit meiner Tochter. Mein Mann ist vor 3 Jahren gestorben. Oh, das tut mir leid. Ich bin auch Witwe, seit 5 Jahren. Ich bin mit meinem Sohn hier. Mein Gott, was für ein Zufall. Ich höre dich noch sagen an dem kleinen Fluss, an dem wir mal lagen. Nein, küssen kann ich nicht, das muss ich noch üben. Ich war furchtbar erleichtert, denn ich konnte es auch nicht. Es hat nicht lange gedauert. Und dann konnten wir es. Und nun sitzen wir hier, nach 30 Jahren. Und ich habe Hemmung zu sagen, du siehst immer noch blendend aus, weil es so abgegriffen klingt. Sag's nur, wenn es dir ein Bedürfnis ist. Ich hör's gern. Du siehst immer noch blendend aus. Hey, du bist ja da! Ja. Ich habe versucht, die Tourenzahl zu erhöhen, geht aber nicht. Du warst aber lange weg. Ja. Ich sehe es noch kommen und ich muss mit der Kiste noch mal zu Kuhn. Jetzt? Ich dachte, du kommst mit nach Puerto Cristo. Ach so, ja. Hatten wir das Fest verabredet? Ja. Na, wenn du mir nicht böse bist, ich muss die Chica noch auf Vordermann bringen. Du kannst ja inzwischen mit Frank da. Er hat schöne Platten. Magst du Bach? Frank? Na, wenn Ines das möchte. Klar will ich. Komm! Hallo, Fernando. Na? Wo fehlst du mal wieder? Ach, ich glaube am Vergaser. Sieh dich ruhig um. Oh, danke. Willst deinen Feuerstuhl wohl auf 200 bringen, wa? Mindestens. Mensch. Was kostet der denn? 50 Mechanikerstunden. Aha. Naja, eine Woche Arbeit. Du weißt doch, ich brauche Leute. Ich komme nicht nach. Mal ehrlich, was wollen Sie für den haben? Hab ich doch schon gesagt. 50 Mechanikerstunden. Willst du an deiner Strandbar versauern? Bist doch ein Kfz-Genie. Oh, alles gelingt mir auch nicht, wie ich heute gerade festgestellt habe. Ja, Urlaub wirst du doch von deinem Vater kriegen. Was? Urlaub. Du nimmst eine Woche Urlaub, gehst mir zur Hand und dafür kriegst du diesen Motor. Im Ernst? Im Ernst. Na, das ist ja ein Ding. Totaler Wahnsinn. Sehr gut. Oh, hallo. Ich bin Ulrich, der Sohn von dem Herrn da. Ich bin Angela, die Tochter von der Dame da. Tja, ich glaube, da würden wir jetzt nur stören. Scheint mir auch so. Obwohl ich mit Mama segeln wollte. Ach, und ich wollte mit meinem Vater segeln. Trinken wir doch erst was. Erst? Ja, na ja, also. Und dann? Und dann segeln wir. Ich meine, das ergibt sich ja zwangsläufig. Ja. Bitte. Buenos dias. Buenos dias. Gib mir eine Tomate. Ich nehme ein Wasser, bitte. Orangensaft. Mein Sohn hat soeben mit deiner Tochter Kontakt aufgenommen. Ja. Ach, eigentlich wollte ich mit Angela segeln gehen. Und ich mit Ulrich. Wollen wir Ihnen sagen, dass wir nicht kommen? Das merken Sie doch von allein. Hast du es ihr gesagt? Was? Dass wir uns von früher kennen. Ja. Ich habe es Ulrich auch gesagt. Allerdings nicht, wie gut wir uns gekannt haben. Na klar, sieht man doch. Woran? Na woran? Du bist vielleicht komisch. An den Augen, diese Glut. Da war mal Feuer und das wird jetzt wieder neu entfacht.
Schau, wir beide. Wie sitzen wir uns gegenüber? Wie unterhalten wir uns? Locker, leger, ohne Herzklopfen. Jetzt schau dir mal die beiden an, wie Teenager. Na schön, vielleicht hatten sie mal was miteinander. Beeinträchtigen wir das zarte Blümchen Erinnerung nicht mit unserer prosaischen Anwesenheit. Sonst kommen sie noch und denken, wir bestehen auf unserer Verabredung mit ihnen. Gehen wir sehen. Ja. Jetzt gehen Sie anscheinend miteinander segeln. Du, das können wir doch auch. Ja? Du musst aber nachsichtig sein. Ich habe das letzte Mal mit meinem Mann gesegelt, vor 3-4 Jahren. Er war nie besonders zufrieden mit meinen Segelkünsten. Ich werde mich hüten, dich zu kritisieren. Ich habe Verschleißerscheinungen im rechten Arm. Da kann man nicht mehr so zupacken. Dann sind wir eben der Invalidenzweier. Meine Bandscheiben schicken auch schon manchmal Notsignale. Was für ein Stil? Die Stilrichtungen werden immer erst von der Nachwelt festgelegt. Rubens wusste nicht, dass er ein Barockmaler ist. Er hat einfach gemalt. Aha, das ist ja interessant. Und Sie sind wohl ein zweiter Rubens. Nein, nein, ich bin gar nicht der Maler. Ich biete Ihnen das Bild nur an. Wenn Sie einverstanden sind, dann nehme ich es in Kommission. Sagen Sie mir, was Sie dafür haben wollen. 500. Was 500? Peseten, Frauenlire? Dollar. Wenden Sie sich an die Louvre. Ich möchte nämlich auch noch etwas daran verdienen. Ah. 400. Darf ich? Ja, es ist gar nicht signiert. Doch, hier, 2L. Oh ja. Na fein, ich gebe Ihnen die 400. Moment mal, ja. An Geschäften, die in meiner Galerie abgewickelt werden, möchte ich vielleicht auch profitieren. 25%, ist das Ihnen recht? Danke. Also war da noch was auf Lager? Das ist eine Malerin, glaube ich schon. Könnte ich mir das ansehen? Das wird schwierig. Na fein, hier meine Karte. Rufen Sie mich an, wenn Sie was vermitteln können. Wiedersehen. Wiedersehen. Ciao. Wissen Sie, wer das war? Nein. Lionel Hork. Er kauft Bilder junger Talente und fördert sie. Viele haben durch ihn heute einen Namen. Machen Sie es ihm doch nach. Dazu fehlt mir das Geld. Wie schlecht für Sie. Und nun geht Ihnen noch ein Geschäft durch die Lappen. Jetzt kauft Hork direkt bei mir, ohne Vermittlung und ohne Provision. Na, das werden Sie mir doch nicht antun. Doch. Wollen Sie das Geschäft nicht wenigstens in meiner Galerie abwickeln? Wenn Sie mich zu einem Martini einladen... Ich habe aber keinen hier. Da drüben ist ein Café. Erpresser. Er schmiegt seinen Kopf an sie. Gleich brennt das Boot. Quatschkopf. Ich habe das Gefühl, die wollen hier was nachholen.
Meine Mutter hat meinen Papa geliebt, sonst niemanden. Ja, mein Vater hat meine Mutter auch geliebt, aber wie sagt der Franzose so schön, man kehrt immer wieder zur ersten Liebe zurück. So, nicht sportlich. Was? Ja, beim Segeln zu schmusen. Alles klar? Alles klar, Freund. Alles klar, ja. Ahoi. Ahoi. Sympathisches Paar. Wir? Na, wir sowieso. Die beiden, meine ich. Die sind jetzt so jung, wie wir damals waren. Als, so ungefähr. Ja. Sag mal. Was denn? Nur raus damit. Hast du eine Freundin? Also nichts Festes, wenn du das meinst. Ich gehe mal mit dieser, mal mit jener aus, aber immer nur mit solchen, die sich auch nicht binden wollen. Warum fragst du? Nur so. Und du? Weißt du, ich bin sehr solide. Das ist aber kein Verdienst. Aber flüchtige Beziehungen liegen mir einfach nicht. Sag mal, hast du eigentlich einen Freund? Wie man's nimmt. Und wie nimmt man's? Also, wenn es was sehr Festes wäre, wäre ich ja wahrscheinlich nicht ohne ihn hier. Aha. Und du? Oh. Was ja? Ich hab eine. Ich? Ob das auf Gegenseitigkeit beruht? Das weiß ich nicht, aber das werde ich wahrscheinlich gleich rauskriegen. Herr Lindemann, estas personas quieren cenar aquí esta noche. Guten Abend. Guten Abend. Ihre Küche soll so gut sein, wurde uns berichtet. Wir wohnen im Parkhotel Kroll. Und Sie suchen jetzt die Abwechslung. Ja. Das kann ich sehr gut verstehen. Raphael ist ein wunderbarer Koch. Wünsche Ihnen guten Abend. Danke. Danke. Will ich mal was tun. Morgen, Frank. Morgen. Morgen allerseits. Morgen. Ich bitte um Nachsicht für meine Verspätung. Ich bin spät ins Bett. Mhm. Naja, wenn du die halbe Nacht an deinem Feuerstuhl rumbastelst. Du wirst wohl heute mit Ines wegfahren. Ne? Das hatten wir eigentlich nicht vor. Ich will zu Kuhn. Und das ist Ines recht? Na, das hoffe ich doch. Du bist mit Mama verheiratet und fragst sie nicht mal, ob es ihr recht ist, wenn du zum Petanka-Spiel nach Sohier fährst. Da werde ich doch nicht Ines fragen müssen, ob sie was dagegen hat, wenn ich bei Kuhn bin. Da hat der Junge recht. Ines ist die Nichte von Ortega. Stell dich nicht dümmer, als du bist. Ach, du lieber Himmel. Was ist mit dir los? Nichts, nichts. Ich denke an was. Ja, behalt's für dich, Papa. Warum denn? Als ich damals das Geschäft mit Melchior machen wollte, hast du seine Tochter abblitzen lassen. Warum sollen die Söhne die Fehler der Väter wiederholen? Ja, ja.
Warum war es ein Fehler, die Tochter von Melchior fallen zu lassen? Hättest du heute lieber sie als mich? Also bitte, Lisa, bring nicht alles durcheinander. Ich rede mit Michael. Ich bin ganz Ohr. Du nimmst alles zu leicht. Ines ist kein x-beliebiges Mädchen. Sondern die Nichte von Ortega, ich weiß. Papa, ich verstehe dich ja. Ich soll mich nicht so schnell binden, ich soll es aber auch nicht so leicht nehmen. Ich soll keines von beiden. Naja, und deshalb gehe ich auch zu Kuhn. Und damit wären wir beim Thema. Wann bekomme ich Urlaub? Was willst du? Ja, wann bekomme ich Urlaub? Urlaub gibt's immer zwischen Weihnachten und Silvester. Das sind 5 Tage, mir stehen 4 Wochen zu. Das gewährst du sogar dem Personal. Richtig, das muss so sein. Aber mir, dir und den Kindern? Das ist ein interessantes Thema. Die Ausbeutung der Familie. Oh, Papa, ich kann mich nicht daran erinnern, dass du mir jemals Urlaub gegeben hättest. Also wechseln wir nicht das Thema. Wann kann ich eine Woche bei Kuhn arbeiten? Michael, in dieser Woche ist es schlecht. Aber vielleicht lässt Papa in der nächsten Woche mit sich reden. Chef, schon wieder kein Wasser. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Jeden Morgen, 8:30 dasselbe. So eine Sauerei. Das kann doch kein Zufall sein. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht dreht Kroll höchstpersönlich den Wasserhahn zu. Was sagst du? Ich, Idiot, natürlich. Da steckt Kroll dahinter. Los, Papa, komm mit. Danke, Pablo. Michael, du weißt, dass ich nicht alles so tragisch nehme wie Papa. Und ich werde auch noch mal mit ihm über deinen Urlaub reden. Aber eines möchte ich von dir gern wissen. Ziehst du dich von Ines zurück, weil Frank eine Schwäche für sie hat? Nee. Ich glaube eher, Ines hat eine Schwäche für Frank. Irrst du dich da nicht? Ich meine, Ines kann das aus sozialem Engagement, aus rein menschlicher Anteilnahme, während Frank vielleicht wirklich... Dann besprich es mit Frank, Mama. Ist mir zu kompliziert. Was machst du hier, du Schwein? Ich hab mir gleich gedacht, da steckt Kroll dahinter. Ja, ja, wenn du mich nicht hättest. Darf ich? Ja, bitte. Was ist das? Für das Bild. Ich hatte nie die Absicht, es zu behalten. Ich wollte nur beweisen, dass es sich verkaufen lässt. So. Und der Interessent will mehr von Ihnen. Entrümpeln Sie Ihre Abstellkammer. Also, diesem Kroll drehe ich noch mal den Hals um. So rächt sich der Lump. Es ist ihm nicht gelungen, die Bank zu manipulieren. Sie haben sich nicht abwerben lassen. Und seine Gäste essen viel lieber in meinem Restaurant. Und jetzt greift er zu solchen Mitteln. Was ist denn mit euch los? Ich habe einen Interessenten für die Bilder IRV. Ist ja prima. Ja, dann war dein Malen ja nicht umsonst. Und was zahlt der Interessent? $400 pro Bild. Pro Bild. Schau mal an. Wie viel Gemälde hast du noch in der Kammer, Lisa? Doch bestimmt 20. Sind ja dann 15.000 Mark. Gratuliere. Es ist wichtiger, dass Sie Erfolg haben, als dass ich ein Bild von Ihnen besitze.
Warum wollen Sie unbedingt eine erfolgreiche Malerin aus mir machen? Weil Sie eine sind. Holen Sie die Bilder aus der Kammer? Nicht alle. Fünf oder sechs. Und nicht das Porträt von dem Mann mit dem Bart. Gut. Und ich werde versuchen, noch mehr herauszuholen. Sind Sie mir böse? Ja. Sie haben mich getäuscht. Aber der Zweck heiligt die Mittel. Sie sind eine bemerkenswerte Frau. Aber ich verstehe Sie nicht. Das ist kein Unglück. Das ist sogar gut so. Geh mir nur mal Tabak kaufen, ja? Ja, mach das. Guten Tag, Frau Preis. Hallo, Herr Jasny. Ein hübsches Plätzchen, nicht wahr? Hält es stundenlang aus. Das glaube ich. Schön, dass man im Urlaub dafür Zeit hat. Sie fühlen sich wohl bei uns? Und wie? Ich hätte nie gedacht, dass wir so viel Glück mit dem Hotel haben. Also, einen schönen Tag, Frau Preis. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hast du deinen Tabak? Ja. Ich gehe jetzt Geschenke kaufen für meine Freundin. Du wirst ja nicht mitwollen. Wir sehen uns dann beim Abendessen. Im Hotel. Ja, gut. Die sind ja fast noch besser. Rufen Sie Horka. Gleich? Natürlich. Ich will dabei sein. Vielleicht kann man den Preis in die Höhe teilen. Wie Sie wollen. Er ist nicht da. Das ist nicht seine Nummer. Das hört man. Seine letzte Nummer ist eine 9. Da schnurrt es lange. Schon gut, Herr Detektiv. Ich habe keine Lust auf Herrn Hork. Jetzt ist Mittagspause. Ich will an den Strand zum Baden. Kommen Sie mit? Ich habe nur eine Stunde Zeit. Ich auch. Das reicht. Also? Wenn Sie nicht ganz schnell Ja sagen, überlege ich es mir noch anders. Es gibt etliche, die Sie um diese Aufforderung beneiden würden. Wenn das so ist, dann gehen wir. Die Bilder lassen wir hier. Ich betrüge Sie nicht. Ich habe viele Untugenden, aber meine Ehrlichkeit ist über jeden Zweifel erhaben. Mist, jetzt können wir den ganzen Quatsch noch mal ausbauen. Wollt ihr nicht Pause machen? Gute Idee. Komm.
Ja, die hast du ja schon mit Beschlag belegt. So ist es. Ein dufter Laden ist das hier, das muss ich sagen. Mein Alter könnte mir die Woche Urlaub ruhig geben und mich nicht erst nach Feierabend hierher lassen. Der Hoteljob liegt dir nicht, was? Ich will mal Rennen fahren, aber damit kann ich meinem Vater nicht kommen. Nicht hauptberuflich. Naja, kommt Zeit, kommt Rat. Stimmt ja auch. Du bist noch jung. Will die zu dir? Das ist doch die Nichte von Ortega, oder? Ja. Hallo, Ines. Habt ihr eine Panne? Nein, nein. Frank sagte mir, dass du hier bist. Da dachte ich, ich verabschiede mich gleich. Wo willst du denn hin? Zurück nach Paris, auf die Modeschule. Der Urlaub ist vorbei, morgen fliege ich. Hast du das vergessen? Ja, scheinbar. Das ist ja ein Ding, na sowas. Ich dachte, du bleibst noch länger hier. Deinetwegen? Nein, nicht meinetwegen überhaupt. Irgendwie habe ich gedacht, du gehörst hier dazu. Ich habe mich ja schließlich an dich gewöhnt. Davon habe ich in letzter Zeit aber nicht viel bemerkt. Tja. Ich wusste ja, dass du irgendwann wegfahren würdest. Und deshalb bin ich erst gar nicht voll auf dich abgefahren, um mir Kummer zu ersparen, weißt du? Ah ja. Na schön. Bevor ich Frank frage, ob er mich zum Flughafen fährt morgen früh. Du möchtest ja nicht. Ich denke mir nur, dass Frank... Okay, ich verstehe schon. Kommst du denn bald wieder? Nächste Ferien. Tschüss. Na, du weinst ja. Innerlich. Oh, Quatsch. Ich habe immer Angst, dass etwas zu fest wird. Ich weiß auch nicht, warum. Und wenn es dann ganz locker und unverbindlich ist, dann passt es mir auch wieder nicht. Und Abschied kann ich schon gar nicht ab. Ja. Und Ines ist ein Rassemädchen. So ist es. Nein, er bringt Ines zum Flughafen. Ach ja. Morgen. 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 Ich will nicht stören, aber ich habe es gestern nicht mehr geschafft. Haben Sie wieder Bilder verkauft? Ja, 5. $400 pro Bild. Gratuliere, Lisa. Also, ich hätte das nicht für möglich gehalten.
Papa sieht das rein materialistisch. Ach, Quatsch. Kommen Sie, Philipp. Holen Sie sich einen Stuhl. Trinken Sie Kaffee mit uns. Danke. Ich habe schon gefrühstückt. Danke, Philipp. Ja, ja. Da muss erst Herr Jasny kommen, ehe Mama begreift, was ihre Bilder wert sind. Nehme ich an. Du bist so sonderbar heute Morgen. Aber eigentlich gestern schon. Liegt dir die Rückreise im Markt? Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Gracias. Annette, dieser Urlaub, das ist doch eine Art Neuanfang für uns. Das spüren wir doch beide. Ich meine, von Ulm bis Braunschweig, das ist doch keine Entfernung. Wir sehen uns doch öfter. Alexander, ich weiß nicht, was du unter öfter verstehst. Aber vielleicht wären wir ja Verwandte. Und dann sehen wir uns natürlich öfter. Ja, du der Schwiegervater von Angela und ich die Schwiegermutter von deinem Ulrich. Das hältst du für möglich? Ja, du nicht? Ist dir nicht aufgefallen, wie glücklich sie waren, dass wir immer nur mit uns beschäftigt waren? Nicht so sehr. Vielleicht gerade, weil ich immer mit uns beschäftigt war. Gibst du uns denn keine Chance? Nein. Nein? Man muss ja alte Fehler nicht unbedingt wiederholen. Das musst du mir erklären. Du hast dich nicht verändert. Du schaust genauso krankhaft eifersüchtig, wenn ich mit dem Geschäftsführer des Hotels plaudere oder einem x-beliebigen Gast den Weg zeige. Ja, wie vor 30 Jahren, als ich unter dem Regenschirm dieses Studenten stand. Du gibst mir immer noch denselben Anlass zur Eifersucht wie damals. Ja, du strahlst immer gleich alle an. Da muss man doch sauer reagieren. Auch unsere Gespräche über dieses Thema wiederholen sich. Freundin oder Freundin? Da. Schau mal. Guten Morgen. Grüß dich. Morgen. Alles klar? Du würdest Angela anstelle deines Sohns schon wieder das Verlöbnis geben. Dann irrst du dich eben. Dann lieben sie sich nicht. Du bist vielleicht ein guter Internist. Ein guter Psychologe bist du nicht. Ist das gestattet? Ja, ja, natürlich. Wir müssen euch was sagen. Also, wir sind sehr froh, dass es damals mit euch vor 30 Jahren nicht geklappt hat. Ja, sonst wären wir nämlich Geschwister. Was wärt ihr? Naja, auf jeden Fall wären wir in dieser Konstellation nicht vorhanden, wenn ihr geheiratet und Kinder gekriegt hättet. Hm? Das wäre eine krause Theorie. Wenn ihr unsere Kinder wärt, dann wüsstet ihr es doch nicht anders. Es ist uns aber lieber so. Wir wollen nämlich zusammenbleiben. So? Na, ein bisschen mehr Begeisterung hätte ich schon erwartet. Oh, ich bin durchaus begeistert. Allerdings haben Annette und ich gerade etwas Wichtiges. Wir waren gerade im Begriff, uns etwas zu zanken. Spannend. Mach doch weiter. Tut so, als ob wir gar nicht da wären. Alexander ist immer noch so grundlos eifersüchtig wie vor 30 Jahren. Das glaube ich. Und der Vaters Eifersucht hat bereits meine Mutter gelitten. Also, was redest denn du? Ich bin ab. Na, ist doch wahr. Also, grundlos ist meine Eifersucht noch nie gewesen. Annette hat die Eigenschaft, ja, sie hat die Eigenschaft, jeden fremden Mann so liebevoll einladend anzusehen. Siehst du, Mama, das hat Papa auch schon immer beanstandet. Ach, Unsinn. Kein Unsinn, die Wahrheit. Warum macht ihr euch denn was vor? Wollen wir los? Ja, komm. Wo wollt ihr denn hin? Wir müssen noch packen. Gepackt haben wir schon, wir wollen noch eine Abschiedsrunde schwimmen. Na? Alles in Ordnung, Papa. Ja? Ja?
Es kommt mir aber so vor, als ob dir der Abschied von Ines gar nicht so leicht gefallen ist. Ich ärgere mich, weil ich einen kleinen Jungen geschlagen habe. Was? Warum denn? Er hat mich nachgemacht. Meinen Gang. Dann hast du ihm zu Recht eine übergebracht. Papa, nein! Behandle mich gefälligst nicht mit so viel Nachsicht. Durch Schläge wird nie etwas besser. Ach was, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte er die Prügel von mir bezogen. Papa, er war vielleicht 12 oder 13. Na und? Muss er erst 20 oder 30 werden? Bis er solche Gemeinheiten bleiben lässt? Geh ins Büro. Na? Was ein tränenreicher Abschied? Komm, lass diese Tour. Was sagst du? Du sollst diese blöde Tour lassen, verdammt nochmal. Warum bist du nicht mitgefahren? Weil ich zu tun hatte. Du kannst dich gern wie ein normaler Mensch verhalten, auch wenn ich dir die Freundin ausspanne. Und wie verhält sich ein normaler Mensch in so einem Fall? Jedenfalls nicht so gönnerhaft. Du triefst ja geradezu vor Edelmut. Warum setzt du dich nicht zur Wehr? Hättest du es bei jedem anderen auch akzeptiert, wenn er dir dein Mädchen ausspannt? Das ist eine richtig tiefenpsychologische Analyse, die du da anstellst. Aber sie stimmt vorn und hinten nicht. Da kannst du vor Wut schäumen, wie du willst. Ach, Quatsch nicht. Du glaubst, es steigert mein Selbstwertgefühl, wenn sich ein Mädchen für mich interessiert. Da bin ich ein Pädagoge, du Arsch. Ich bin dein Bruder. Und wessen Selbstwertgefühl steigert sich nicht, wenn er das Mädchen bekommt, das er gerne möchte? Sogar meins. Ines ist ein prima Typ, aber ich bin nicht auf sie abgefahren, kapiert? Oder soll ich dir eine Szene machen, nur weil du es gerne so hättest? Ich will keine Sonderbehandlung. Kriegst du die? Von mir nicht. Du gewinnst beim Schach und ich beim Tischtennis. Du kannst besser schwimmen und ich besser surfen. Und du hast Chancen bei Ines und ich bei einer anderen. So einfach ist das. Ja? Na klar, was dachtest du denn? Na dann, ist es ja gut. Fehler sicher nicht machen. Sie machen andere. Ja, wer nicht? Aber das zu sehen, genügt uns doch eigentlich auch an Glück. Oder? Wäre es vernünftig zu glauben, wieder dort anfangen zu können, wo wir vor 30 Jahren aufgehört haben? Du hast wahrscheinlich recht. Aber schade ist es trotzdem.